Dieses Transparent ist die Aufforderung, einen Atomkrieg zuzulassen. Durch ein Flugverbot über die Ukraine würde die NATO in den Krieg ziehen und dieser Krieg wird die Vorstufe oder auch die direkte Eskalation in einen Atomkrieg in Europa sein. Die Antwort, dass das in der Ukraine schon der Krieg ist, das reicht nicht. Natürlich ist das der Krieg in der Ukraine und unsere Positionen zu dem Krieg sind klar. Aber ein Flugverbot, das hat Syrien, das hat Libyen auch schon gezeigt. Ein Flugverbot ist keine Lösung. Katrin, du hast das Wort. Liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, ich will dazu nur eins sagen. Ich kann das wirklich gut verstehen, wenn Menschen aus der Ukraine diese Forderung erheben. Einfach aus der Wut und aus der Betroffenheit, aus der Hilflosigkeit, die wir ja auch spüren. Was kann man tun? Heute ist Tag 16 von Putins Krieg gegen die Ukraine. Und dieser Krieg ist ein unfassbares Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das uns alle wütend macht. Millionen von Ukrainerinnen sind auf der Flucht vor den Panzern, Bomben und Raketen. Noch viel mehr harren aus in belagerten Städten, deren Namen viele Menschen hier in Deutschland bis vor kurzem noch gar nicht kannten. In Kharkiv, Mariupol, Mykolaiv, in Odessa und Kiew, in Saporischschja und in vielen kleinen Orten, teilweise ohne Wasser, ohne Strom, ohne Lebensmittel, ohne Medikamente, in zerstörten Häusern im kalten Winter. Und da kann man und da muss man wütend sein. Wir demonstrieren hier, weil wir fordern, dass dieser Wahnsinn sofort ein Ende haben muss. Schluss mit dem Krieg, die Waffen nieder und die Soldaten nach Hause, und zwar alle. Liebe Freundinnen und Freunde, im Gegensatz zu den Fridays, die hier gerade gesprochen haben, gehöre ich ja zu einer Generation, die in einem prekären Frieden nach einem zerstörerischen Krieg aufgewachsen ist. Die Generation meiner Eltern waren Kriegskinder. Kinder, die nachts bei Bombenalarm aus dem Bett geholt wurden, um in Kellern und Bunkern zu überleben. Mein Onkel war als Soldat in Stalingrad. Von seinem Jahrgang 1922 haben nur sehr wenige Männer überlebt. Ich habe nie erfahren, was er dort erlebt hat und warum er sich von diesem verbrecherischen Regime in einen verbrecherischen Krieg schicken ließ. War es Pflichtbewusstsein oder der Glaube an die faschistische Ideologie? Oder war er einfach gezwungen worden und hatte keine Chance, dieser Hölle zu entkommen? Er sprach nicht darüber. Mein Onkel war ein sanfter, freundlicher Mann. Aber der Krieg kennt keine Sanftheit und keine Freundlichkeit. Und wenn ich heute die Bilder von den ukrainischen Kindern in Kellern und Bunkern sehe und von denen, die sich verzweifelt an ihre Väter klammern, die in den Krieg ziehen müssen, dann frage ich mich, wie kann eigentlich jemand, der sowas zu verantworten hat, noch eine Nacht ruhig schlafen? Für meine Eltern war der Krieg das Schlimmste, was Menschen antun können. Und das haben sie mir früh beigebracht. Und umso schockierter war ich als Kind, als ich dann Bilder aus Vietnam zu sehen bekam. Bilder, auf denen Soldaten Frauen erschossen und Kinder mit Napalm verbrannten. Waren das die Helden, die uns vom Faschismus befreit und den Krieg beendet hatten? Die Helden von gestern sind die Mörder von morgen. Und am Ende geht es immer nur um Macht und Geld. Und es ist ganz egal, wer den Krieg am Ende gewinnt. Es sind die einfachen Leute, die ohne Macht und Geld die Zeche bezahlen müssen, mit zerstörten Städten, zerstörten Schulen, zerstörten Kinderkliniken, zerstörten Seelen und zerstörten Leben. Und das wissen auch viele Menschen in Russland. Nein, der Krieg läuft nicht so, wie sich das Herr Putin vorgestellt hat. Er nennt es eine Spezialoperation und droht allen, die von Krieg sprechen, mit Gefängnis. Die Zahl der Verhafteten steigt jeden Tag weiter an. Denn auch in Russland gibt es Menschen, die sich mutig gegen den Krieg stellen. Allein am vorigen Samstag gab es allein in 69 russischen Städten Antikriegsproteste mit über 5000 Festnahmen.
Und in Belarus fordert die Organisation Nasdrom die Männer auf, sich der Einberufung zur Armee zu widersetzen und bietet ihnen an, sie zu verstecken und über die Grenzen zu schmuggeln. Wir stehen an der Seite dieser mutigen Frauen und Männer, die sich unter den Bedingungen einer Diktatur gegen das Verbrechen erheben, das ihre Herrschenden anrichten. Wehrkraftzersetzung und Fahnenflucht sind das Gebot der Stunde. Denn keiner von denen, die Kriege befehlen, wird seinen eigenen Körper zur Zielscheibe machen. Keiner von denen wird einen Finger krumm machen, um Häuser, Schulen und Kliniken in Schutt und Asche zu legen. Keiner dreht selbst die Sprengkapseln in die Granaten. Jeder Mensch, der aufhört, sich am Krieg zu beteiligen, und sei es nur, dass er aufhört, Kriegspropaganda zu glauben, ist ein Stein in einer Mauer des Friedens, die wir errichten müssen. Und wir müssen diese Mauer des Friedens bauen, wenn wir nicht wollen, dass die Menschen anfangen, Krieg als etwas Normales zu empfinden, als etwas, das ebenso passiert und auf das man vorbereitet sein muss. Ich halte es für ein gutes Zeichen, dass Putin das Wort Krieg hat verbieten lassen. Das beweist doch, wie viel Angst er davor hat, dass sein Volk erfährt, was wirklich in der Ukraine passiert. Übrigens kennen wir diese Angst der Regierung vor dem Wort auch selbst. Bis 2010 hat außer uns Linken kein Politiker in Deutschland das, was in Afghanistan vorging und woran die Bundeswehr beteiligt war, einen Krieg genannt. Das war eine Friedensmission. Beim Krieg gegen den Irak hieß es in westlichen Medien lange, es würden saubere und ja sogar chirurgische Schläge geführt. Bilder von Toten und Verwundeten waren tabu. Übrigens sagte damals noch ein gewisser Wladimir Putin, eine Intervention von außen, um ein Regime zu stürzen, sei illegal. Das stünde nur der Bevölkerung zu. Und recht hatte er. Man muss aufpassen, dass man nicht in diese Fallen tappt. Wenn wir eine Mauer des Friedens errichten wollen, dann müssen unsere Worte hart sein wie Stein. Man darf Krieg nicht verharmlosen. Man darf Gewalt nicht rechtfertigen und man muss ein Verbrechen nennen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es neben den offensichtlichen Verbrechern meist auch noch heimliche Nutznießer gibt, die nicht so leicht zu erkennen sind. Winston Churchill wird der Satz zugeschrieben, never waste a good crisis, den heute Politiker und Unternehmer gerne benutzen. Verschwende nie eine gute Krise. Wenn unsere Bundesregierung dann nur 3 Tage nach der Invasion in der Ukraine ein 100 Milliarden Schuldenpaket für die Bundeswehr aus dem Hut zaubert, das sie sogar im Grundgesetz verankern will, dann muss ich an diesen Spruch denken. Als ob das irgendetwas für die leidenden Menschen in der Ukraine ändern würde. Als ob das Wladimir Putin in irgendeiner Weise beeindrucken würde. Nein, die NATO-Staaten geben doch heute schon 18 Mal so viel für Militär und Rüstung aus wie Russland. 18 Mal, ohne dass das den Einmarsch Russlands in der Ukraine verhindert hätte. Sie haben Militärbasen rund um Russland errichtet und gigantische Manöver an den russischen Grenzen durchgeführt. Hat das geholfen? Im Gegenteil. Wie soll denn mehr vom Falschen dazu führen, dass es jetzt helfen könnte? Der Heeresinspekteur Mais fordert, die Bundeswehr solle, Zitat, durchsetzungsfähig, kriegsbereit und siegesfähig sein. Als ob es in einem Atomkrieg zwischen der NATO und Russland, zwischen Atommächten in Europa überhaupt einen Sieger geben könnte. Wie verrückt ist das denn? Dass die Gefahr eines solchen alles zerstörenden Kriegs real ist, das weiß auch unsere Bundesregierung. Deshalb vermeidet sie bisher sorgsam alles, was diese Grenze überschreiten könnte. Und nutzt gleichzeitig die Gelegenheit, Milliarden für Aufrüstung bereitzustellen, während sie sich bis heute noch nicht darüber einigen konnte, eine popelige Milliarde für eine Pflegeprämie freizugeben. Das ist doch fürchterlich. Wäre es nicht viel bedeutungsvoller, in dieser Zeit ernsthafte Vorschläge zu machen, wie wir dieser tödlichen Falle der atomaren Bewaffnung endlich entkommen könnten, statt neue Kampfflugzeuge für den Atomwaffeneinsatz zu beschaffen? Wäre es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, sich von der fatalen Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen zu befreien mit einem gigantischen Investitionsprogramm, ein für alle Mal, und damit zugleich viele künftige Kriegsgründe zu beseitigen und die Klimakrise aufzuhalten. Liebe Freundinnen und Freunde, die Mauer des Friedens braucht viele Steine, kleine und große. Sie wächst mit jedem Tag, an dem Menschen erkennen, dass Kriege kein Naturgesetz sind, sondern eine menschengemachte Katastrophe. Sie wächst, wenn wir von internationaler Solidarität nicht nur reden, sondern sie leben. Und deshalb, wenn unsere Freundinnen und Freunde in Russland mundtot gemacht werden, dann müssen wir umso lauter sein. Nein zum Krieg! Нет войне! Нет войне! Нет войне!